Ah. So, dann wollen wir mal auf hier zur Arbeit, würde ich sagen. Und dann, ja, ich glaube, dann haben wir für heute dann, ja, zur Arbeit gehen wir erstmal. Das regeln wir jetzt. Ganz entspannt. Ganz in Ruhe. Und ja. 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 Was soll man dazu sagen? Ich weiß auch gar nicht, was da heute noch so abgeht. Ich glaube, wir sollten heute noch ein Haus gestalten. Neues meine ich, zur Arbeit gehen. So. Ich habe alles. Auf und davon, sag ich dir. Ich glaube, ich werde auch auf der Hauptinsel, also auf meiner Insel. Ich glaube, ich werde diesen Wald dort entfernen. Ich weiß auch noch nicht genau wie. Also ich möchte den vielleicht würde ich das wirklich so irgendwie mit dem Pilzwald in Verbindung bringen und diesen Zeltlager, was ich hier machen wollte. Aber den Rest muss ich halt gucken. Der sagt jedes Mal, oh, sprich mal mit Carlotta. Und ich denke mir jedes Mal, ja, schön. Wo ist er denn? Gestern habe ich Kong gehabt, eine Affenart, die eine Wüste haben wollte. Planwagen sieht ganz cool auf meinem Schloss aus. Oh! Ja, Kong kenne ich. Die ist, oder, nee, der. Das ist der, ne? Ist ganz cool. Hallo. On Air. Das will ich haben. Nehme ich. Ah! Nahkugelfisch, alles klar. Was ist das, so eine Wahlkabine? Lesekabine. Ist ja fast dasselbe. bereits zum Arbeiten. Zum Malochen. Dafür bin ich hier. Euch. Der Terror Luigi wird euch jetzt mit seiner Anwesenheit. Der Terror Luigi, jetzt schon da. Willkommen, willkommen, wie geht's? So, alles klar bei euch allen. So. Viel Glück, sagt sie. Da wollen wir doch mal schauen. Okay, übrigens meine Frisur total. So, da werden wir mal jemanden Neues auserkoren, der heute eine schöne Insel kriegt. Achso, und den Strand wollte ich nochmal kurz absuchen. Ich will ein Schlafzimmer für extra tiefen Schlaf. Das wäre ganz nett. Ich glaube, die haben wir schon gestern gesehen. Ein Webstuhl? Nein. Obwohl, ja, könnte man auch schöne Sachen mitmachen. Ich will eine eigene heiße Quelle machen. Da ist die Anleitung. Tatsache, es gibt wirklich hier Anleitung. Annabelle. Funktionalgartenstuhl. Habe ich schon. Ich möchte gerne anheimliche Körbe in meinem Haus. Also, ich möchte zum Rhythmus der Musik trainieren. Trainieren. Bianca ist da. Ja, ich möchte auch Bianca eigentlich haben, aber Bianca finde ich sehr... Ach komm, wir nehmen Bianca. Ah, du platzt Ferienhäuser, wie übers faszinierend. Ich muss ja nicht unbedingt auch nur gucken, was was die wollen, sondern vielleicht auch nach der Person an sich. Reden wir drüber. Genau, das wollte ich hören. Ja, ja. Ich bin höchst erfreut, mit dir über mein Ferienhaus zu fachsimpeln. Für mein Feriendomizil schreibt mir Folgendes vor. Bettlampe, toll, die ist aber sehr anspruchsvoll. Oh, dein Kotze gefällt mir gut. Ja. Ach, da wohnt schon jemand. Scheiße. Das ist gut. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Ja, ist mir schon zu viel. Ich glaube, so Winter fände ich sogar ganz interessant als Atmosphäre. Naja, es ist... Soll der hauptsächlich zum Pennen sein, sagt sie, ne? Bianca, bei mir auf der Insel wohnen. Ah! Ja, ich hatte sie auch noch... Ich glaube, ich hatte die noch nie. Ich wollte gerade Passbilder machen. Ich sehe zum ersten Mal nicht so aus, als hätte mich jemand geschlagen. Passbilder sind immer sehr kompliziert. Oh, das haben wir auch noch nie gesehen. Das wäre auch ganz nett. Aber ich glaube, das eine Haus... Ja, das ist mir ein bisschen zu abenteuerlich. Das
Habe ich den einen nicht dahin geschickt mit Wald? Oh, ich glaube, hier könnte das gut sein. Das gefällt mir. Warte mal. Generell diese Atmosphäre gefällt mir. Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber so... Ich glaube, ich würde das nehmen. Sieht wie, ein bisschen wie so eine Entspannungs-Oase aus. Tor zum Land der Träume. Aber das sieht wieder so... Da finde ich diese... mir gefallen die beiden. Also das wird mir eher gefallen, aber das sieht so... Da würde ich schon nicht was mit oder doch? Doch, wir nehmen das. Ich glaube, da könnte man was echt Cooles mitmachen. Ich habe eine sehr coole Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da müssen wir uns jetzt sehr kreativ austoben. Kike wollte bei mir schon wieder ausziehen. Ich hoffe, dass sie nicht wie in Wild World, dass sie nach dreimal überlegen, wegziehen, sich nicht mehr überreden lassen will zu bleiben. Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert, dass die immer dann ausziehen. Moment. Ich will kurz was ausprobieren. Ich kann da oben auch Sachen platzieren. Ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Na. Ich glaube, die Steinformation würde ich da so einigermaßen lassen. Wenn ich mir das jetzt so angucke, glaube ich mal, dass das nicht so eine der passende Idee war, jetzt hier das doch zu machen. Ich werde es mal ausprobieren. Zweifelsfalle zieht die um. Geht ja auch, habe ich ja gesehen. Ich habe leider noch nicht so viel, was ich gerne haben will. Da oben geht keiner, ne? Scheiße. Okay, den können wir eigentlich da stehen lassen. Oder warte mal. Genau. Das ist ganz gut. Das ist nicht so, was ich wünsche. Ist zu dunkel. Ja, das ist mir zu hell, das andere ist mir zu dunkel. Ja. Tür bitte sehr eindrucksvoll, aber nicht zu sehr. Obwohl, ja, ich glaube, die sind ganz... Ja, doch. Obwohl... Obwohl doch, die ist, glaube ich, ein bisschen interessant. In Grau gibt es die leider nicht. Gefallen mir alle nicht so. Ja, das ist gut. Und natürlich noch was an der Tür. Es muss schon hier so ein bisschen auffallend sein. Ja, die Sache ist, guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt theoretisch das jetzt finsterste Nacht mache, guckt euch die Atmosphäre mal an.
Bei World ist mir das schon mindestens zweimal passiert, da bin ich ausgezogen, sind ein dritten Mal, wo sie wegziehen wollten und ich sie nicht mehr überreden konnte. Also was ich damals immer gemacht habe, ist denen noch einen Brief zu schreiben oder so. Das hat auch sehr oft doch geholfen, nochmal die zum Bleiben zu bewegen. Interessant. Ich bin gerade überlegen, wie man das hier am besten noch so, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Leuchtmus muss hier noch ein bisschen hin. Außenbereich, oh, Kissen sind ganz gut, sehe ich gerade. Flechtsachen. Würden die Flechtsachen denn zu diesen ganzen Bereichen passen, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Weil die sehen, Flechtsachen sind für mich doch ein bisschen zu, weiß ich nicht, so ein bisschen zu... Das muss schon so ein bisschen aussehen. Wisst ihr? So Aber Kisten finde ich gut. Ich glaube, das wäre eine Idee. Jetzt nehmen wir so ein paar Kisten hin. Ja. Vielleicht tatsächlich draußen auch eine Lampe? Ja. Und sonst würde ich sehr gerne das Leuchtmus nicht überall verteilen, aber ich würde da oben gerne noch ein paar Sachen haben. Ah, ich könnte mir eigentlich doch ein bisschen anderes Zeug noch vorstellen. Ist doch nicht genau was. Ah, hier, da wollte ich hin. Genau. So zwischendurch halt. Wenn ich jetzt hier oben darauf klicke. Ja, das ist definitiv zu viel. So hin und wieder mal so eins davon. Hier unten will ich das irgendwie nicht. Guck mal, wie viele verschiedene Größen es davon gibt. Interessant. Moment. Ich glaube, so schlecht finde ich das gar nicht, wenn die überall sind. Also wenigstens da oben halt. Du musst jetzt da hochgehen. Was soll das hier? So,
Und jetzt würde ich einmal ganz kurz gucken im Bereich des Unkrauts. Ja. Jetzt mal so ganz eben die kleinste Version davon, also zaubern. Ich glaube, das ist ganz gut. Das gefällt mir soweit ganz gut. Und da fehlt noch irgendwie noch so eine kleine Sache dazu. Was ist denn hier los? Okay. Ein paar Blümchen wären vielleicht noch eine Idee. Ich bin auch am Überlegen. Rosen vielleicht? Oder die hier vielleicht, die Triumphtulpe. Also ich glaube, ich nehme noch gern Felsen mit. Dann würde ich sogar hier unten hinstellen. Nee, nee, Felsen wirkt so falsch. Die ist gut. Die ist gut. Aha. Ja, finde ich gut. Finde ich ganz gut. Wirkt wie schon so ein traummäßig. Finde ich nett. Finde ich gut. So, dann wollen wir ihr das hier doch mal richtig, richtig schön machen. So. Also. Ja, also ich möchte auf jeden Fall ein Antikbett, dann kriegen wir das auch hin mit den Antikmöbeln, denke ich mal. Was mir auch sehr zusagen würde, von der ganzen Atmosphäre her. Lila Teppich. Sterntapete. Das wirkt nicht gut. Das ist schon eher... Oh. Okay. Ja. Glitzer-Sandboden. Da wird der schon eher was. So, ja. Nee, Fokus müsste natürlich auf das Bett liegen, so. Aber das ist ja Schlaf, ne? So, wir brauchen natürlich einen Schrank. Der ist sehr wuchtig. Antikschreibtisch. Ich möchte bitte eine andere Farbe für die Lampe haben. Mhm.
Hä? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Nee, ist aber nichts besonderes Neues. Heizung. Schön übers Bett. Ich wollte das Kissen gerne irgendwie einfach so im Raum haben. Okay, das war jetzt nicht unbedingt so, wie ich es wollte. Ah, ist nur der Schirm. Okay. Kann ich das in die Wand hängen? Ja, es geht. Mal ganz kurz die Atmosphäre einfangen lassen. Ja. Hätte gern den Tisch hier hin. Nein. Und irgendwas will ich hier hinpacken. Irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Das wäre eine Idee. Dann die ganzen Schlafsachen dorthin tut. Welche Farbe würde passen? Blau wäre schon ganz gut, ne, für den Rest. Ne, die gefällt mir nicht. Ist jetzt auch hauptsächlich nur zum Hinstellen irgendwie, dass das ein bisschen Fülle bekommt. Ja, muss irgendwie noch ein paar Bilder an die Wände, ne? Das muss so ein bisschen heimischer werden. Was haben wir denn noch hier so für Motive drauf? Ja, stimmt, der Rahmen. Der gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ist denn irgendwie ein eigenes Bild, was man drauf machen kann? Ja, das wäre schon nett. Oder so eine Straße einfach. Nee, ich hätte gern einfach... Einfach gern so ein Muster, irgendwas... Interessantes, Schickes. Ich hätte schon gern was Dunkleres. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ein
Träumchen für das Schlafzimmer. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt es nicht so sehr. Also was auf jeden Fall weg muss, ist die Deckenleuchte. Die gefällt mir gar nicht. Um vielleicht das ein bisschen anders auszuweiten, würde ich gerne... Genau. Ich würde den Teppich einmal gerne nach unten schieben. Oder? Oder nach oben. Ja, so ist besser. Wohl weiß ich nicht. Nee, so ist schon gut. Nein, die kann ich auch nicht komplett machen. So, das Kissen setzen wir mal hier hin. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt hier und ich weiß nicht was. Beziehungsweise eine Uhr. Bah! Lichtschalter auch nicht. Die ganzen Sachen sind einfach so viel. Weißt du, ich würde es so lassen, glaube ich. Es ist fertig. Sieht fast so aus wie die Beauty bei Bianca, weil ihr auf der Insel fehlt nur noch der Kamin. Ein Kamin? Hab jetzt aber keinen gesehen. Das wäre was gewesen, stimmt. Stimmt, Kamin wäre, glaube ich, ganz interessant gewesen. Ja, Standort weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Na toll. Also ich glaube, die Standort war nicht zur Auswahl so fast. Also vielleicht ja bei den anderen Sachen. Gerne. Darf ich Fotos machen? So. Ich würde das nehmen. Auch wenn sie da nicht so gut guckt, aber das ist ganz gut. Schluss für heute. Alles klar. Hallo. Willkommen zurück. Ja. Wo ist mein Geld? Planer, Talent, Kaufverschwörer, welche Ideen noch nicht schlummern, welche großartige Dinge noch leisten willst. Ich freue mich sehr auf dich. Okay. Für deinen Arbeitsplatz zu nicht leer ausgehen. Ja. 9000, das ist etwas mehr als vorher ist. Wer sich anstrengt, bekommt auch mehr. Aber ich bin niemand begegnet, der sich über ein hohes Gehalt beschwert hätte. Na, nö, warum nicht? Mir ganz, ganz gut, Lani. Und selbst? Toll, jetzt bin ich ein Planertalent. Sowas geplant. Ja. Und da fällt mir ein, unsere Auswahl an Uniformen wurde erweitert. Also sehe ich ruhig im Spinden nach. Man fühlt sich gleich geschwindiger, wenn man gelegentlich etwas anderes zur Arbeit anzieht. Wähle einfach etwas aus und deine Stimmung passt. Ja, das gucke ich mir doch mal gerne an. 12.000 Pokis. Ja, das ist eine ordentliche Menge. Das ist eine ordentliche Menge. Uniform bearbeiten. Bewohnersuche? Okay. Wen suchst du denn? Oder einfach mal so gucken. Ah, guck mal, jetzt sind da auch so Punkte dran. Ja, nee, da finde ich das einfach besser. Das sieht echt komisch aus. Ach, nur die Uniformen sind neu, ne? Ah, sieht so aus. Nee, ich mag das so, wie ich das trage. Ich finde das ganz gut. Sehe ich etwa nicht ernst in meinem Job aus? Ich weiß es nicht. Nee, ich find's so gut.
Walter oder Oswald? Okay. Kenne ich beide gar nicht. Animal Crossing Walter. Ach so, Walter. Den habe ich schon mal gesehen. Ja. Das sind Rehe. Oh, ich würde die eher sogar als... Ja, ich glaube, das ist dasselbe Typ, ne? Aber... Spezies Hirsch. Weil es gibt ja auch welche, die sehen so mehr wie so eine... Wie nennen die sich? Ja doch, Antilope, genau. Das Wort habe ich gesucht. Antilope. Ich habe jetzt überlegt, hä? Nee, das ist doch was anderes. Und dann gucke ich so. Totaler Reh-Fan. Ja, das ist cool. Ich bin auch froh, dass ich endlich mal einen Pinguin habe. Ich wollte auch mal einen Pinguin haben. So, ich glaube, sonst brauche ich hier nichts. Ja, noch eine Insel umändern würde ich jetzt auch nicht machen, oder? Ja, ich muss sagen, die Insel jetzt gerade fand ich jetzt auch nicht so geil. Was ist mit dem denn? Die kleine Insel, betrüglicherweise wurden sie niemals wirklich benannt. Das wird noch passieren. Das wird noch passieren. So, gehen wir mal hoch und schauen mal, was die anderen so treiben. Oh, hi. Wie geht's denn so? Beschweren die sich auch manchmal? Vielleicht werde ich sogar endlich die Kunst des Fotografiemeisters Sternchen. Also, dass sie manchmal so sagen, ey, nö. Ich kann dir gar nicht genug für deine wundervolle Arbeit danken, Bas. Doch würdest du ein kleines Präsentierzeichen meiner Anerkennung akzeptieren? Ja, gerne. Ja, cool. Das ist wahrlich nur eine kleine... Aber ich muss sagen, das Haus finde ich auch am allergeilsten von Ali. Also das finde ich wahnsinnig geil, diese ganze Pilzatmosphäre. Vielleicht vom Interior, vielleicht hätte man das ein bisschen besser machen können, aber von außen... Es ist wahrlich nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht benutzt du ja diese Waldtapete, hm? Oh, eine Waldtapete, das ist cool. Also schön, das kann ich denn für dich tun? Wie geht's denn so? Seit meinem Ankunft in diesen lieblichen Oasis ist meine Haut ganz rosig geworden. Ist es etwa möglich, dass du meinen ganzen Stress hingeschmolzen ist? Eigentlich nie, sehr unrealistisch. Schade, ich hätte das echt schön gefunden, wenn die mal so zwischendurch sagen, ey, kannst du mal bei mir das Haus mal ein bisschen anders machen oder so? Weil so ist ja die Motivation eigentlich sehr gering, so nochmal dran zu arbeiten, ne? Außer jetzt, wenn ich so sage, ey, ich guck mal nochmal drüber oder so. Aber abseits davon, schade. Also es gibt schon mal so, dass die sich aufregen. Ja, aber ich denke mal, die regen sich da bestimmt nur auf, wenn du zum Beispiel keine der Items, die wollten, benutzen oder sowas. Aber sonst. Ach so, meinst du? Ja, das weiß ich. Ich meine jetzt nur, ob die sich beschweren darüber, ob wenn ich denen das Haus gestalte und denen das nicht gefällt. Das meine ich eher. Oder halt, dass die irgendwann so sagen, ey, könntest du mal mein Haus umändern oder so. Weil ich fühle mich doch nicht mehr so wohl. Die Schaukel habe ich übrigens bei irgendjemandem zu Hause gesucht. Ich weiß ja nicht mal, wer das war. Ich weiß nicht, wer das war. Und ich freue mich schon so sehr, wenn wir die Häuser hier gestalten können. Ne? Das könnte ich mir auch ganz lustig vorstellen. So. Naja, ich bin noch gespannt, was es noch so gibt. All die Gegenstände sind ja wenigstens schon mal recht cool. Die wir so haben. Achso, 6 Stück haben wir. Alphabetisch Tier zuletzt erstellt. Bin ja mal gespannt, wie viel das noch wird, ne? So, dann können wir eigentlich zurückfliegen. Ich wollte noch eine Kleinigkeit machen und dann haben wir eigentlich auch für heute alles, glaube ich. Dann müssen wir noch überlegen, was wir gleich machen. Achso, da muss ich ja nach Hause mit. Ich möchte zurück. Ich glaube, du könntest auch nur einen Teil hinstellen und sie würden zufrieden sein. Ja, ich versuche immer wenigstens die Items zu nehmen, die dort auch sagen, also die dort angezeigt werden, die man nehmen, die haben wollen, so. Oder die halt empfohlen werden. Und zwischendurch nehme ich an nur noch andere Sachen, aber eigentlich meist auch nur wirklich die Sachen, die dort reingepackt sind.
Ach guck mal, es schneit auch wieder. Ja. So, ich glaube, sonst können wir auch nichts Interessantes machen. Das Einzige, was ich doch machen wollte, ist, ich habe die Goldstelle vorhin vergessen. Aber wir können vielleicht nochmal doch eine kleine Welle an Sachen verkaufen gehen. Ja, aber sonst haben wir eigentlich alles gemacht. Toll, ich habe keine 10.000 Sternis. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall Sachen verkaufen gehen. Ja, verkaufe ich ein paar Fossilien. Dann haben wir das auch hinter uns. Ja. So. Ach nee, erstmal wegpacken. Warte. So, dann zeige ich mal her. Achso, Fossilien, genau. So, was haben wir denn hier Schönes? Obwohl, wir gehen mal von unten nach oben. Moment, haben wir kein T-Rex-Torso oder habe ich den gerade weggepackt? Tatsache, wir haben gar kein T-Rex-Torso. Komisch. Das ist echt komisch. Naja, ist dann so, ne? Aber komisch. Ja, die Frage ist, was machen wir gleich? Hat jemand schon eine Idee? Also die Sache ist, also werde ich gleich noch besprechen, wegen Captain Toad bin ich gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen, weil ich eigentlich gerne die Box, wo das drin ist, gerne unboxen würde, aber aktuell halt noch nicht so die Möglichkeit dafür habe, das zu machen, beziehungsweise gerade keinen Platz dafür habe. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen am Gucken. So, da hätten wir dann alles. Dann bringen wir das kurz weg. Deswegen, ja, sonst zur Auswahl. Also, ich würde sehr, sehr gerne irgendein Nintendo-Spiel spielen. Ich bin auch schon am Überlegen, ich habe ja schon gesagt, wegen Donkey Kong Country. Ich habe das jetzt von Neues nicht bekommen, das Spiel. Ich habe aber auch vergessen, nochmal nachzufragen. Also, selber schuld. Ich bin aber am Überlegen, ob wir uns die SNES Mini-Version angucken, aber auf andere denke ich mir so, ja, schon so das klassische Spiel wäre auch schon geil, ne? Schon irgendwie kacke, dass die SNES Mini-Version leider nur so den ersten Teil hat. Also die SNES Mini meine ich. Also auf der Switch könnte ich ja eh alle machen, aber trotzdem, ist halt so. Ha! Finde ich gerade alles schwierig. Und da ist ja die Frage, ob ich überhaupt Interesse an Donkey Kong Country, ne? Ist auch wieder so eine Sache, ne? So, vergrab dich mal. Tara. Klonk, klonk, klonk. Was versteckt die sich so? Hey, was ist los? Hey! Hey, wo geht die hin? Die Lust auf das Flanieren im Schnee wird mir nie vergehen. Ich will plaudern. Hältst du es dich ebenfalls für eine Sache von größerer Wichtigkeit, seinen Nachbarn gut zu kennen? Das wird unsere kleine Inselgemeinschaft noch, doch noch viel näher zueinander bringen. Das bin ich mir sicher, okay. Um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, das ich dich fragen wollte, falls es dich auspasst. Bist du auf mich recht talentiert? Gibt es ein Gebiet, auf dem du dich besonders hervortust? Auswendig lernen, Fremdsprachen, zeichnen, etwas anderes. Ich wüsste nichts. Ich glaube, von den drei Sachen wäre Zeichnen tatsächlich das am nächstliegendste, aber trotzdem nicht das, was... Ich wüsste nicht, sag ich mal. Okay, was Tat denn? Das muss ich schon sagen. Das finde ich schwer zu glauben. Vielleicht hast du es ja nur noch nicht entdeckt, oder du bist äußerst bescheiden. Naja, also...
ohne jetzt tiefgründig zu werden, all meine Talente werden durch andere Problematiken doch ein bisschen in den Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen würde ich sie doch nicht mehr als Talente bezeichnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das ist ein guter Ort. Da! So, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen nochmal zu Tino und Sina rein. Da war ich jetzt schon so lange nicht mehr. Vielleicht haben die ja irgendwas Schönes, was man sich so anziehen kann. Wer weiß. Wir gucken mal. Oh, ich mag die Atmosphäre der Insel. Ich finde das total schön. Ein Weihnachtspulli. Donkey Kong hört sich doch gut an. Ja, ich bin am Überlegen. Bei Donkey Kong Country ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, yo. Der Pulli hat was. Ich glaube, den würde ich sogar nehmen. Oh, hätten die ein bisschen dunkler? Obwohl? Nee. Ja, das packt. Wegen dem Oberteil meine ich. Da habe ich schon. Achso, das sind die Tierkostüm-Sachen. Ja. Ja. Ich habe ein Talent, meine Talente niederzumachen. Das ist auch ein schönes Talent. Ja, das gefällt mir doch von der Kleidung her. Gestern habe ich die Schlümpfe gespielt und ist mega leicht eingespielt. Das war echt super, das Spiel. Ja, das ist doch gut. Ne, ich muss ja auch noch das spielen. Muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwie mal hole. So, achso, genau. Und wir können auch zum Bankautomaten kurz die Sachen wegbringen. Und ich glaube, dann hätten wir auch erstmal alles. Dann schon wieder 100.000 zusammen. Geht ja ganz flott. So, müssen wir doch was machen? Ich glaube nicht. Deswegen, ja, komm. Speichern und beenden. Ja, wir können ja mal kurz gucken, wie wir weiter fortfahren. Oh, erstmal beenden wir jetzt hier das Spiel. Hat sich ja auch heute wieder. Hat heute wieder Spaß gemacht. Und mit der DLC-Insel, ich glaube, das wird langsam wieder. Also am Anfang wollte ich das ja nicht so, aber jetzt so, ja, ist ganz gut. Oh. Müde. So ein bisschen. Wäre nicht schön, wenn das jetzt so bleibt. Das wäre echt nicht schön. Naja, so. Das war's dann erstmal mit Donkey Kong Country. Ja, Animal Crossing. Vielleicht gibt's jetzt Donkey Kong Country. Guck mal. So, erstmal Animal Crossing. So.